Servus Leute, mein Name ist Paul Unterreitner. Willkommen zum neuen YouTube-Video von meinem Kanal. Wir befinden uns in der Arena, ich habe einen Fußballdress an. Heute findet hier ein fettes Event statt. Ich werde meine Skills unter Beweis stellen und unter anderem zahlreiche Influencer hier vermessen und schauen, wer den dicksten hat. Natürlich nach mir. Viel Spaß beim Video. Das ist der Sport, den du meinst? Dahin, das ist Trinksport, das ist was anderes. Wir haben mir auf jeden Fall schon mal ein stabiles Auto geholt. Habe ich gemietet aus Nürnberg, weil wir jetzt die letzten Tage bei einem Festival waren tatsächlich. Bei dem ersten für mich, Open Beats, war auch ganz geil, Will Sparks vor mal live zu sehen. Da vorne sitzt die Madame, die gerade Business macht. Da habe ich auch schon eine sehr schöne Mahlzeit geholt. Lass dir schmecken, gell? Und da hinten haben wir Sack und Pack. Natürlich die guten Supplements, denn ich muss halt gleich auch einen Shake gönnen. Damit ich hier nicht verhungern. Und wo lässt sich das natürlich besser machen als am McDonald's Parkplatz, deswegen Shaker, Wasser. Ganz wichtig, wenn ihr eure Shakes gut machen wollt, gebt zuerst ein bisschen Wasser rein, dann euer Pulver. Und erstmal reinscoopen hier. Dann wieder Wasser nachleeren. Und fertig ist ein geiler, kühler Shake. Mit Code Paul spart natürlich immer maximal bei Rocker All in One. Gönne ich mir täglich, hat nämlich nicht nur Kreatin und Proteinpulver auf dem Start, sondern auch viele weitere Vitamine, die mir vor allem als Veganer sehr gut weiterhelfen. Jetzt haben wir erstmal noch 1,5 Stunden Autofahrt vor uns. Und dann schauen wir mal, wer den guten Arm hat. Wer denkst du, hat heute den größten Arm? Nach mir. Scheiße, ich weiß gar nicht, wer kommt von Männern. Ich glaube, Trimax hat den größeren. Glaube ich nicht. Ich glaube, Knossi hat den größeren. Der Franklin ist auch da. Mal schauen, wen wir noch mit reinnehmen. Der hat auf jeden Fall jetzt nicht so einen kleinen. Mm. Fitness-Oscar ist auch da. Könnte den großen haben. Fitness-Oscar? Dieser Talk hier. Okay, wir werden auf jeden Fall sehen, wer den großen hat. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, genug Aufregung, komm, wir müssen rein. Jetzt pisse ich mich auch gleich an. Holy shit. Ja, das war jetzt noch eine schöne Aktion. Aber meine Hose ist schon wieder trocken, ich bin jetzt in der Kabine. Hier geht es auf jeden Fall auch schon gut ab, hier wird sich aufgewärmt. Wir müssen nämlich gleich rein. Heute haben wir die Nummer 8, Leute, und wir haben sogar Schuhe bekommen. Richtig fresh. Mal schauen, ob ich da in meinen fetten Füßen reinpasse. Aber wir geben unser Bestes. Kurzer Fit-Check. Das ist nochmal das Aufwärm-T-Shirt, das spannt schon mal gut. Die Schuhe, die passen absolut mega. 48er. Ich hatte, glaube ich, selten so bequeme Schuhe, also Shoutout an Adidas. Die fühlen sich absolut wild. Hoffen wir, dass ich gleich am Feld auch ein bisschen gut performen kann. Was mit den Haaren passiert, weiß ich noch nicht. Ob Zopf oder Haarband. Aber ich fühle mich auf jeden Fall mehr als bereit. Die Ärmel sind ready. Ich habe ja auch schon ein paar stabile Spieler gesehen. Das wird cool. Ich habe uns gesehen, die Startaufstellung steht schon. Schauen wir mal drauf. Okay. Da ist er schon, Leute. Den haben wir. King Carroll, Immo Tommler, Pascal Gurk, Fabian Fechter, Big Dino, Paul, Nathan, Aileen, Angelina, Alexandra, Willy Way. Okay. Dann müssen wir hier gut was machen. Ich sag's euch. Das wird schwer. So, aufgewärmt bin ich. Jetzt nur noch Camilla die Kamera geben und dann geht's gleich los, Leute. Puh, das Warm-up-Programm, das hat schon in sich gehabt. Ich wink seit 20 Minuten. Ja. Gute Show bis jetzt. Was hast du denn zu sagen? Ich bin ein bisschen wackelig am Ball. Wirklich, du sahst gut aus. Spielerinterview. Also, wer denkst du gewinnt? Was sind die starken Spieler? Ich glaube, Team Younes gewinnt. Wirklich? Das sind generell sehr starke Spieler, also ich glaube, das wird schwierig. Okay, aber du bist zuversichtlich, schätze ich mal. Zuversichtlich, natürlich. Okay, passt. Solange die Haar-Ding hält, bin ich zuversichtlich. Muss den Zopf machen. Oh, Paul Unterleitner auch da. Da habt ihr aber mal einen Schrank hinten noch meine Abwehr mit reingehauen, ne? So, erste Szene. Das ist kein Elfmeter, reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht. 5 Minuten sind vorbei. Team Lena, Team Instagram braucht dringend Entlastung. Warum denn eigentlich nicht? Da habt ihr Unterleitner gesehen, was für eine ultimative Vollmaschine der Typ doch ist. Im Tor von Lenas Team. Zarella. Vorne rein. Sie müssen irgendwie das Mittelfeld schneller überbrücken. So vielleicht. Warum denn auch nicht? Mit diesem heftigen Lauf da. Und
Kaufverträge da nach vorne bringt. Und das ist die Chance. Das ist es! Zwei. Das ist schon eine fette Chance. Nein. Pascal Gurk. Aber diese Torhüter sind so stark. Fehler. Ich mache Montag blau. Oh, oh, Achtung, Achtung. Und das dürfte für Elfmeter im Spiel. Schuss, Tor! Ach, Leute, zurück auf der Tribüne. Erstes Spiel haben wir uns gebracht. Ich würde sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Leistung. Bin noch bei einigen ein bisschen positiv aufgefallen. Dafür, dass ich jetzt die ganze Woche auch nicht trainiert habe und davor jetzt nicht wirklich krass Ausdauersport gemacht habe, bin ich zufrieden. Jetzt schaue ich gerade das Spiel nach uns. Team Knossi vs. Öli, also YouTube gegen Twitch. Ist auch gerade extrem spannend. Da geht es dann darum, wer gegen uns nochmal spielen darf. Denn da geht es um Platz 3. Wir haben jetzt verloren leider. Deswegen haben wir noch ein Spiel gleich um Platz 3 eben. Und dann spielt der Verlierer von hier gegen uns. Und hoffen wir nochmal, dass ich ein bisschen was rausholen kann. Gestern habe ich noch nicht viel. Ich hatte ein bisschen Brezel, ein bisschen so ein Iso-Drink. Da mit ein bisschen Zucker zumindest reinkommen. Aber ich muss sagen, die 40 Minuten, die haben schon gut reingehaut. Also das war ungewohnt. Aber es macht mega Bock. Laufen wir. Okay. Stefano. Hast du kurz eine Sekunde? Du siehst schon sehr gut trainiert aus, muss man sagen. Dankeschön. Soll ich das was von dir zu hören? Gehst du ab und zu ins Fitnessstudio? Ja. Wir wollen nämlich heute Bizeps messen. Wie? Hast du schon mal gemacht? Nein. Oh nein. Du hast einen Bizeps wie meine Probe. Wir vergleichen heute auch nicht mit mir, sondern generell mit allen. Okay, hier. Okay. Also damit musst du nur messen? Ich muss nur messen. Okay. Oh, ich glaube, das geht auf jeden Fall über 40. Oh, knapp. Müssen die 39 sein? Wie hast du? Ich habe 10 cm mehr knapp. Du? Komm gleich her, wir sind auch brutal. Hey. Wie heißt du? Coolevu, Coolevu, okay. Ich sag hier sind 41. Wie viel hatte ich? Du hast 39. Ah, knapp. Oh. Knapp an die 40. Scheiße. Schau mal, wenn aber spann doch mal kurz an. Spann doch mal kurz an. Die Form ist interessant zu sehen. Wie viel wollen wir? Wie viel Zentimeter? Wie viel hast du? Was schätzt du, Paul? Wie viel er hat? Das ist eine Überraschung, nämlich. Da wirst du denken so, ach, da habe ich nicht gedacht. Ich sag, du hast 37. Da würde Paul sagen so, ach. Ich sag 37. Bomben 42. Terroretisch. Und da sehe ich schon sogar eine Ader. Da ist eine Ader drin. Das habe ich gut geschätzt. Das sind die 37. Ey, yo, sehr wild gespielt. Ey, Bro, du bist eine Maschine, Alter. Du bist eine Maschine, Alter. Die Hand fühlt sich schon gut an. Ganz krass. Ich messe heute Bizeps. Echt? Oh, hast du schon mal gemessen bei dir? Nein. Noch nie. Aber ich bin auch gar nicht mehr so wirklich du drin. Du hast aber stabilen Bizeps. Ich bin lange nicht mehr drin, aber let's go. Okay, schau mal. Auf jeden Fall komm ich nicht gegen den hier ran, Alter. Muss ich auch nicht. Dafür hast du gut gespielt. Okay. Okay. Einmal Arm hoch. Ich sag, der ist bis jetzt der Größte von heute. Oh yes. 44. Der Größte bis jetzt, oder? Bis jetzt der Größte. Echt, allerdings. Ja? Wie viel hast du? Ich hab 49. Tschüss. Also 5 cm mehr. Ja, krass. Aber dafür, wenn du nicht regelmäßig trainierst, sehr stark. Machst du mal so tanzen, gell? Ja, tanzen. Früher hatte ich so meine Fitnessphase so. Aber weißt du, wenn man zu sehr ist, irgendwann wurde ich zu sehr und dann ist es schwierig mit Tanzen. Ich habe den Zeitpunkt verpasst, wo es zu sehr geworden ist. Aber, ich sehe einen gemeinsamen Tanz kommen. Ja? Mal schauen, ob wir irgendwann gemeinsam tanzen. Was ist dein Lieblingsmove? Boah. Ich habe den mal auf der Bühne gemacht. Mehr kann ich nicht. Mehr kann ich. Vielen Dank für die Zeit. Bis dann, Bro. Bis dann. Oh, ja, ich hab deine CE zertrümmert. Jetzt will ich dich positiv darstellen und dein Bizeps zeigen. Ich hab keinen Bizeps mehr. Das ich glaube, da ist noch was da. Nee, es war mal mehr. War man mehr trainiert? Aber ich bin jetzt hab ich jetzt, ist, jetzt sind so die Finger gut. Ja, nicht mehr das. Mehr. Okay. Zu meinen Bestzeiten hatte ich mal 42. Ist für dich lachhaft, aber. Ja. 42 ist schon gut. Okay. Rekord bis jetzt heute ist 44. 44? Ja, ist ein guter 37er. 37? Wenn du wieder, ich würde sagen, wenn du zwei Monate Gas gibst, hast du 40 wieder. Paul, was hast du? Ich habe 49. 49? Ja. Digga, willst du verarschen? Darf ich einfach bei dir messen? Ja, klar. Erstmal, was geht's? Gut, dann haben wir gleich hier eine Messung für mich. Ihr seht es jetzt gerade nicht, aber ich kann es bezeugen. 48,5. Yes. Bisschen Masse verloren die letzten Tage. Scheiße. Die ganze Zeit mit zwei Autoreifen rum. Okay. Was hast du? Geil. Der sieht auch massiv aus. Das ist der Rekord vom heutigen Tag. 45,5. Ja, gut. Stabil. Geht noch was. Wo warst du am Feld? Ich habe dich nicht gesehen. Ich kann nur gut grätschen. Ah, okay. Nächstes Mal. Guck, wartet lang genug und dann ist er drin. 1-0 für Team Lena. Also nochmal, da hinten durchs Abwehrbollwerk vom Team Instagram zu kommen, ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Nein, alles gut. Und jetzt ist auch Kuba geschlagen, 2-0 für Team Lena. Adion, werden wir Bilo sehen, der den Anschlusstreffer markiert. Das ist die Chance zum 3-1, Fehler im Spielaufbau.
Weiter, weiter. Ball ist weiter, immer noch weiter, warm. Ball ist immer noch da. Vorteil. Und Tor. Das ist Moflox mit seinem Doppelpack. 2:3 sein. Bilo auf dem Weg. Bilo auf dem Weg. Und jetzt, oh, ganz spitzer Winkel. Trotzdem drin das Ding. Hachiko. Super Flanke. Und im Zentrum war Rohat frei. Letzte Szene ist das vielleicht. Trimax nochmal. Und gib ihm, was ein Abschluss von Max Stemmler. Wieso warst du nicht am Feld? Wieso warst du nicht am Feld? Hallo Leute. Ich hab zu spät gefragt. Ich weiß nicht, vor einer Woche erst Chef kommt. Heute gibt's nicht nur das Geschlechtsteil, sondern Bizeps. Blut reinlassen. Warte, warte, du musst erstmal schätzen. Ich schätze 41. Nee, nicht über 40. Ich glaube schon. Ich sag 38. 38, okay. Ich habe zu Fritz vorher schon gesagt, er ist mittlerweile gerade gut im Saft. Nee, nee, nee. Also hat fleißig trainiert. Nee, nee, guck mal. Krass, genau. Ich habe nicht gemessen. Nee, 40er hatte ich noch nie. Okay, wird vielleicht. Aber was? Spätestens nach so, wenn du so weit hast, so 35. Nein, 30. Vielleicht. 39. Gut, danke dir. Und viel Glück. Da geht's nämlich bald in die Wildnis, Alter. Und da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Wisst ihr, was mich auf jeden Fall richtig stolz macht? Dass einige gesagt haben, dass sie sehr überrascht von meiner Leistung waren. Dass sie nicht gedacht haben, dass so ein Schrank dann doch noch sich ein bisschen bewegen kann. Also wer weiß. Vielleicht finden wir unseren Weg wieder zurück zum Fußball. Falls ihr da Bock drauf habt, lasst mich auf jeden Fall wissen, das Event hat mega viel Bock gemacht. Also danke an Battle of the Socials für die coole Organisation und das geile Ding hier. Ich hoffe wirklich, dass ein veganes österreichisches Knacker. Willst du jetzt einen Fun-Fact wissen? Ja. Wir waren mal auf dem Flug von Wien nach Berlin und du warst da auf dem Flug. Echt? Ja. Vielleicht kann ich mich auch daran erinnern. Zwei Monaten oder so. Oder drei, so. Kann sein, ja. Ja, kann sein. War ein Fun-Fact. Okay, weiter geht's. Ein cooler Fun-Fact. Jetzt wollen wir einen Fun-Fact wissen. Und zwar, wie groß dein Arm ist. Ich habe noch nie gemessen. Trainierst du? Nee. Aktiv? Nee. Hast du es vor? Nee. Okay. Ich glaube, das ist heute nicht der kleinste. Oder? Spar mal an. Jetzt einfach fest, Arm zusammen. Ja. Wir sind hier bei 36. Es ist tatsächlich der kleinste heute. Nein, nein, aber nein. Wir haben noch keine Frau gemessen. Nee, aber wenn du jetzt Hugo. Ja gut, ja. Aber der ist leider im Spital, weil er das Kreuzband gerissen hat. Ich will noch den Trimax. Mal schauen, was der hat. Was hast du? Darf ich raten? Ja. Ich habe wie viel? 36. Ja. Dann hast du 81. Fast. Was? Ich habe 49. Was? Das ist so wenig mehr. Ja, eigentlich, krass. Ja. Ist gar nicht so viel mehr. Aber trainiert eure Arme, sonst steht ihr in diesem Video scheiße da, falls ihr mal gefragt werdet. So ist es. Best wie ein Leben. Oh nö, beste Scheiße. Adi hat den Arm schlechtesten besetzt. Ich glaube, ich schlägst du. Besser als Adi ist dein Arm. Ich war echt stabil mal. Dann hatte ich nach dem Boxkampf alles abgerissen. Der Diskus, du kennst dich aus mit Gelenk, oder? Ja, ein bisschen. Diskusabriss. Ja. Dadurch war meine Speiche locker im Unterarm. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Hört sich scheiße an. Ich konnte ein Jahr lang nichts drücken. Boah. Ich konnte keine Türen aufmachen. Ich konnte mein Handgelenk nicht drehen. Ich darf nie wieder boxen. Krass. Nein, ich war echt mal besser. Okay, miss ruhig, ich war aber mal besser. Und deswegen wegen einem Boxkampf jetzt. Krass. Ich hab gewonnen, deutlich, 7-1. Aber ich überlege auch, ob ich vielleicht einen Kampf mache, aber wenn ich das höre. Ja, Genetik bei mir. Schau mal, wie die Armgenetik aussieht. Oh, das ärgert mich. Alter, das sind 41,5. Das ist definitiv nicht der schlechteste heute. Ich habe mit Smart Games eine Fitness Challenge gemacht. Die habe ich gesehen. Da war ich noch doof, aber vor dem Boxkampf war gut. Wir haben jetzt bald 7 vs. Wild. Ja, stimmt. Da werde ich 50 Kilo abnehmen. Und danach gehe ich voll rein in Fitness. Wo kommst du her? Aus Wien. Alter, what the fuck? Ja. Ich dachte mal, du kannst in Hamburg mal vorbeischauen. Aber das ist ja eine Weltreise. Ich sehe immer, was ihr macht. Cool. Du und John oder Johnny, wie heißt Johnny, der? Ja. Ich sehe immer eure Videos. Ja, ich freue mich. Wie alt bist du nochmal? 23. Das ist krank. Ja, wir hören uns. Wir hören uns auf jeden Fall. Ein geiles Event. Say no to alcohol. Ja, er hat einen größeren Bizeps als du. Komm mal her, Nico. Er hat einen größeren Arm als du. Zieh mal aus, der T-Shirt. Ey, ich kann nicht flexen, ich bin gerade wirklich nicht in Form. Hast du dich verletzt eigentlich, Freund? Ich bereite mich gerade vor auf Mr. O. Also bitte ganz kurz. Mr. O, was ist das? Der größte Bodybuilding-Wettkampf der Welt. Also das war auf jeden Fall ein absolut Killer-Event. Der Armsturm war absolut krank, auch jetzt hier vorne. Die warten ja wahrscheinlich alle auf Eli, Trimax und sonst wen. Aber das war geil. Wir gehen jetzt erstmal ins Hotel, weil wir brauchen ein paar Kalorien. Kamille hat auch nicht viel gegessen. Also reinhauen. Wir haben hier ein bisschen veganes Gyros, ein bisschen Tofu, ein bisschen Paprika und eigentlich keine Soße drin. Hier schwimmt aber Flüssigkeit. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es mir morgen gut geht. Ich tue es für die Proteine. Achso, du isst meine Proteine auch gerade. Ja,
können Sie uns teilen gerne. Wenn ihr uns einverleibt, dann schauen wir noch kurz ins Spa, weil da noch eine Stunde circa offen. Kurz in die Sauna, Regenerationszwecke. Ich schwöre euch, meine Beine, die sind wirklich tot. Ich hätte nicht gedacht, dass es so reinkriegt in das 40 Minuten. Am Anfang haben wir gesagt, so was, noch 2x20 Minuten spielen wir gar nichts. Ja. Aber das war im Endeffekt doch mehr als genug. Bevor es jetzt gleich eine dicke, saftige Bestellung gibt, wird nochmal was für die Gesundheit getan. Heute sind meine Muskeln ordentlich reingekommen. Es war eine ungewohnte Belastung. Darf die Regeneration nicht zu kurz kommen. Omega 3 bei mir extrem wichtig. Okay, 18 davon sind vielleicht ein bisschen viel, aber 10 reichen mir. Das Ganze wird natürlich runtergetrunken mit dem einzig wahren Strong. Das jetzt bin ich gut abgedeckt mit gut Power-Spalte wie immer. 10% Strong, Omega 3, Killer-Kombo. Ja, bitte? Ui. Ich habe meine Hände voll. Ui, das sieht aber gut aus hier. Der Lieferservice hat gezaubert. Ich helfe dir gleich. Jawohl. Wir gönnen uns heute richtig, Leute, eine 44 cm vegane Pizza. Die sieht absolut Mörder aus. In der Sauna waren wir schon und damit geht ein richtig geiler Tag zu Ende. Danke nochmal an Bella to Social, danke an das gesamte Organisationsteam. Danke an die Leute, die mitgemacht haben beim Abendessen. Ich glaube, es war auf jeden Fall ein cooler Tag. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich auch gefallen. Deshalb Like da lassen, Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.